Hallihallo, na, heute gibt es eigentlich ein ganz einfaches Video. Ja, mein Frühstücksmüsli. Aber wenn da nicht etwas gewesen wäre, was die ganze Sache sehr erschwert hat. Und ja, es gibt auch mal ein Video, wo es mal schief läuft. Okay. Also, schaut selbst und ja, lacht drüber, ärgert euch drüber, wie auch immer, schauen wir mal. Hier die Zutaten: Wir brauchen Haferflocken, einen Mix aus Körnern und Nüssen, Honig oder Agavendicksaft. An Obst brauchen wir schwarze Johannisbeeren, Apfel, Avocado. Ja, Avocado ist eine Beere. Klugscheißer-Modus wieder aus. Dann brauchen wir etwas Saft einer Zitrone, eine Banane, Joghurt und Minze. Zuerst nehmen wir uns die Avocado und die schneiden wir uns längs auf. Ja, und ich habe auch schon beim Anschneiden gemerkt, dass diese Avocado nicht ganz reif war. Obwohl, ja, ihr kennt das alle, dieses Abpupseln von dem Stiel. Abschnitt Dingens. Und wenn das gut abgeht und die auch relativ weich ist und dunkel, dann ist eine Avocado reif. Und ja, man kann sich irren. Ich habe mal einfach dieses ganze Desaster, was danach passiert ist, einfach mal mitlaufen lassen. Wir müssen wirklich die Schale richtig abschneiden. Da löst sich gar nichts. Das habe ich also auch noch nicht erlebt, aber okay, alles ist das erste Mal. Und man muss nicht immer nur dieses Positive und alles ideal und so läuft es nicht in der Küche. Es läuft manchmal anders, als man denkt. Und hier einfach mal eine Verarbeitung einer Avocado, wenn es alles gut geht. So, jetzt sind die Avocado dran. Längs aufgeschnitten. Kern rausgeholt. Mit einem Esslöffel das Innere herausgetrennt. Hier jetzt das Original. Video im ja, so wie es denn weitergeht. So, und die ist also wirklich auch richtig fest. Deswegen schneiden wir uns jetzt hier rund um den Kern das Fleisch ab, dann in kleine Stücken. Wir machen hier auch keinen Wettbewerb draus, keinen Kunstwettbewerb. Unsere Avocado-Stücke schon mal in unsere Schüssel und auch gleich den Saft einer halben Zitrone drüber. Wir wollen ja nicht, dass die Avocado uns anläuft, also braun wird. So, die Banane ist geschält. Die halbieren wir und schneiden sie auch in kleine Hälften. Also längs halbieren. Und dann in
Stücke schneiden. Jetzt ist der Apfel dran. Der wird geviertelt. Jetzt schneiden wir das Kerngehäuse raus. Und schneiden den Apfel ebenfalls in kleine Stücken. Ich glaube, ein halber Apfel reicht. Und als letztes Obst kommt unsere schwarze Johannisbeere hinein. Hier kann man natürlich alles das, was die Saison gerade hergibt, hineintun, ob nun Erdbeeren oder Himbeeren. Aber für mich sollte das jetzt das gewesen sein. So, und ich mag es gerne mit ein wenig frischer Minze. Wer die nicht mag, und ich glaube, da gibt es einige, die lässt sie einfach weg. Macht an der Stelle gar nichts rein. So, und die kommt ebenfalls in unsere Schüssel. Und jetzt kommen hier, je nach Gusto, drei oder vier Esslöffel von den Haferflocken hinzu. Dann unsere Kernnussmischung und von unserem Naturjoghurt, ja, etwa 200, 250 Gramm hier bei mir, und das wird jetzt gut umgerührt. Und ja, richtig, es war bisher noch kein Zucker dran. Es kommt auch kein Zucker rein, sondern ich habe hier noch Agavendicksaft. Und der kommt hier drüber. Fertig ist mein ganz persönliches Müsli. Wem das Video gefallen hat, gerne einen netten Kommentar, gerne auch einen Daumen nach oben, und wer noch kein Abo hat, nur einfach mal abschließen. Und bis zum nächsten Mal.